als stärkste Branche im Innovations- und Entwicklungsbereich ist der Kraftfahrzeugsbereich zu nennen, der 37% F&E-Ausgaben in Relation zu seiner Wertschöpfung darstellt. 37% der Wertschöpfung, die dieser Bereich generiert, werden in F&E-Aktivitäten investiert. Das ist ja, wenn man über die gesamte Wirtschaft und Steuerung diese 4,8 und 4,9% legt, ist das ein sensationeller Wert. Gefolgt von dem Elektroniksektor, der 27% all seiner Bruttowertschöpfung in F&E steckt, die Elektrotechnik mit 26% und auch der Maschinenbaubereich mit 15%, bis gefolgt von Kunststofftechnik mit rund 11%. Das sind also die Stärkefelder der steirischen Wirtschaft, die also Gott sei Dank so breit aufgestellt, aber eben auch so intensiv forschungstätig sind. Und das macht in Summe die Stärke unseres Bundeslandes aus. Nun aber stellt sich für uns die Frage, und die wird uns jetzt Herr Kirschner beantworten, wo sind wir besonders gut? Wo gibt es aber eben auch noch die entsprechenden Potenziale, wo wir noch besser werden können? Denn das ist, wie wir vorhin gehört haben, unser aller Anspruch. Wir wollen nicht durchschnittlich sein, wir wollen ganz vorne sein, wir wollen bei den Besten sein. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und daher auch von meiner Seite nochmals recht herzlichen Dank hier auch an die Landesrätin, die sich hier ganz intensiv mit eingebracht hat und auch ganz klar dafür steht, dass die Steiermark top bleibt. Aber bitte, Herr Kirschner, ich darf Sie bitten, dass Sie uns nun die Studie präsentieren. Vielen Dank. Ja, ich möchte mich sehr herzlich bedanken und vor allem für die Möglichkeit, diese doch sehr komplexe und umfassende Studie hier so breit diskutieren zu können. Das Feld ist, dieses Bestimmen von Input-Output-Faktoren ist eine sehr komplexe Aufgabe und da müssen wir sagen, das haben wir auf Basis von einer sehr umfassenden Literaturrecherche gemacht. Das Ziel war eben zu schauen, wie steht die Steiermark da im europäischen Vergleich. Und der Benchmark sind da wirklich die europäischen Top-Regionen. Also die innovativsten und bestperformenden Regionen, und das, wenn wir die Indikatoren dann anschauen, ist immer ein Vergleich mit den Besten, weil der Aufholprozess, wie Sie schon gesagt haben, der ist abgeschlossen. Die Steiermark ist eine hochentwickelte europäische Industrieregion und eine der innovativsten Regionen in Europa. Aber, wie Sie sehen werden, man kann doch noch immer ein bisschen mehr machen, um noch innovativer, noch produktiver oder einfach noch besser zu werden. Was haben wir uns angeschaut? Zum einen haben wir geschaut, was sind mögliche Input-Faktoren, an denen wir die Effektivität, den Output von Forschung und Entwicklung messen können. Und da haben wir uns angeschaut, wie wirkt die F&E-Quote, das Arbeitnehmerentgelt im produzierenden Bereich natürlich und die Bruttoanlageninvestitionen, also Maschinen und so weiter und so weiter, auf die Arbeitsproduktivität. Und Arbeitsproduktivität ist im internationalen Vergleich der zentrale Faktor. Sie müssen produktiver werden, um im kompetitiven Wettbewerb, und die Steiermark steht im internationalen Wettbewerb, eben mit anderen hochentwickelten europäischen Industrieregionen. Und die Ergebnisse von dieser sogenannten Bootstrap-Analyse, die wir da gemacht haben, ist ganz einfach. Erstens, wenn wir uns anschauen, die F&E-Quote im Unternehmenssektor, da ist die Steiermark Spitze. Ganz auf Augenhöhe mit den europäischen Top-Regionen, Darmstadt, Stuttgart und so weiter und so weiter. Und rund 75% der Ausgaben, der Forschungs- und Entwicklungsausgaben, die in der Steiermark getätigt werden, werden eben von Unternehmen, von der Industrie, aber von kleineren Unternehmen im Dienstleistungsbereich getätigt. Der zweite Indikator, was rauskommen ist, also was bestimmt den Output von Innovation, ist natürlich innovative Unternehmenkooperationen. Wie kooperieren Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit Universitäten, aber auch Unternehmen untereinander? Machen sie gemeinsam Innovation? Und da hat sie herausgestellt, dass die Steiermark verglichen wieder mit den Besten im absoluten europäischen Spitzenfeld ist. Also die steirischen Unternehmen sind überdurchschnittlich oft kooperativ oder kooperativer als der Rest von Europa, könnte man eigentlich sagen. Also da kein Aufholbedarf. Der dritte Anteil, oder der dritte Indikator ist, ein bisschen ein sperriger Begriff, der Anteil von Personen mit wissenschaftlichem und technischem Berufsfeld. Im Prinzip sind das hochqualifizierte Fachkräfte, die im technisch-ingenieurwissenschaftlichen Bereich arbeiten, also im Maschinenbau und so weiter und so weiter. Und da sehen wir doch, dass die Steiermark im Vergleich zu diesen Top-Regionen Aufholbedarf hat. 25,6% der Erwerbstätigen sind in solchen Bereichen tätig, Top-Regionen 32%. Also doch unterdurchschnittlich. Ein ähnlicher Befund ergibt sie in diesem Segment Anteil Wissenschaftler und Ingenieure, also Anteil von Menschen, die in Forschung und Entwicklung arbeiten. Auch da knapp 6% der Berufstätigen sind dann nur als Wissenschaftler oder Ingenieure tätig,
Vergleich, Top-Region rund 10%. Also da gibt es doch erhebliche Unterschiede und da kann man von einer leichten Unterausstattung der Steiermark sprechen. Ein anderer ganz zentraler Indikator, und da ist die Steiermark auch wieder unter den europäischen Top-Regionen, ist die Teilnahme am lebenslangen Lernen. Und wie Sie schon gesagt haben, die Digitalisierung wird uns in Zukunft beschäftigen, das sind die künftigen Themen, das ist das, was den strukturellen Wandel treibt. Und ein Indikator, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass man den digitalen Transformationsprozess erfolgreich bestehen kann, ist lebenslanges Lernen, kontinuierliches Lernen. Da ist die Steiermark absolut top, hat auch was mit dem dualen System zu tun und mit der postsekundären Ausbildung und den Bildungseinrichtungen, die es gibt. Also da kann sich die Steiermark wirklich sehen lassen. Jetzt kommen wir zu zwei Indikatoren, die maßgeblich für die Effizienz von Forschung und Entwicklung sind, wo man sagen muss, da gibt es einen ganz klaren Aufholbedarf von der Steiermark. Das erste ist die multimodale Erreichbarkeit, also die Erreichbarkeit selber. Erreichbarkeit ist Ausstattung von Straßen, Ausstattung von Bahnen, Bahninfrastruktur, Schieneninfrastruktur und natürlich Passagierflüge. Personen, die von der Steiermark, aus der Steiermark ausfliegen oder einfliegen. Und da hat die Steiermark einerseits aufgrund von der geografischen Lage, wenn Sie sie mit Stuttgart, Darmstadt und so weiter vergleichen, natürlich einen geografischen Nachteil. Aber ich glaube, man kann trotzdem was tun, um auch diesen geografischen Nachteil wenigstens zu minimieren. Also Infrastruktur ist sicher etwas, was, wo Aufholbedarf ist. Und der zweite Teil von Infrastruktur, wenn wir von Infrastruktur reden, ist der Breitbandzugang. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da ist die Steiermark weit hinten im europäischen Vergleich, weit hinten im Vergleich zu den Top-Regionen. Das gilt aber auch für ganz Österreich. Also es ist wirklich Nachholbedarf, um diese diesen Infrastrukturnachteil im Bereich Internet, schnelles Internet, auszugleichen. Und wenn wir wieder bei der Digitalisierung sind, lebenslanges Lernen ist eine zentrale Determinante für die Digitalisierung. Und die zweite zentrale Determinante ist natürlich schnelles Internet. Ohne schnelles Internet, ohne ausreichende Ausstattung von Highspeed-Internet, können keine digitale Geschäftsprozesse, neue Produkt-Markt-Kombinationen entwickelt werden. Gut, meine Damen und Herren, das waren in aller Kürze die wesentlichen Indikatoren, die wesentlichen Faktoren oder die Hauptergebnisse unserer doch recht oder sehr umfangreichen Studie. Vielen Dank. Danke für unser Kirschner Beitrag. Wie komprimieren Sie das können, diese ausführliche Studie? Darf Frau Landes hätte bitten für ein Statement zu diesen Erkenntnissen, bitte. Sehr gerne und ich freue mich mal eingangs, dass das in der Studie auch belegt und bestätigt wird, was wir seit Monaten und Jahren eigentlich trommeln und immer wieder sagen, dass unser Erfolgsrezept wirklich die gute Zusammenarbeit zwischen Industrie, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschungseinrichtungen ist. Und ich denke und möchte die Gelegenheit auch nutzen, zu betonen, dass wir hier auch seitens der Landespolitik etliches tun, um diese Kooperationsmöglichkeiten auch zu unterstützen. Beispielsweise haben wir im Wissenschaftsressort ein eigenes Programm, das nennt sich ScienceFit Plus, wo wir eine eigene Förderschiene haben, dass Unternehmen mit Wissenschaftseinrichtungen, mit den Hochschulen hier spezielle Forschungsprojekte abwickeln. Oder ich darf auch nochmal auf die Kompetenzzentren verweisen, wo wir als Steiermark mit 25 von 44 österreichweiten Kompetenzzentren die absolute Nummer 1 sind und wo wir auch erst kürzlich den Zuschlag für zwei Kompetenzzentren bekommen haben, die verlängert werden. Einerseits das MCL in Leoben und andererseits das K2 Digital Mobility, also alles um den Bereich Mobilität, Zukunft der Mobilität, wo die Steiermark wie bisher schon im Automobilbereich auch in Zukunft ganz wesentlich bei der weltweiten Entwicklung dabei sein wird. Auch die Cluster habe ich schon angesprochen, die dies ermöglichen. Neben dem Mobilitätscluster ist beispielsweise unser GreenTech-Cluster auch gewählt worden als der beste Cluster weltweit im Umweltbereich, worauf wir sehr, sehr stolz sind und wo wir dieses Stärkefeld auch sicher weiter ausbauen werden. Humantechnologie-Cluster, mittlerweile sehr, sehr stark aufgestellt mit 100 Mitgliedern und unser jüngstes Kind, wenn ich so sagen darf, der Mikroelektronik-Cluster Silicon Alps, den wir gemeinsam mit dem Land Kärnten 2016 initiiert haben, wo wir mittlerweile auch schon mehr als 60 Mitgliedsbetriebe haben und der genau auch den Weg in Richtung Digitalisierung ebnen wird und der uns hier mit begleiten wird. Und ich darf hier auch gleich auch feststellen, dass wir uns beworben haben
gemeinsam mit Kärnten auch um das Silicon Austria Lab, ein Forschungszentrum, das derzeit vom Bund ausgeschrieben wird und wo ich denke, dass wir Steiermark auch sehr gute Karten haben. Auch unsere Impulszentren tragen wesentlich dazu bei und wir haben in der Steiermark den Weg jetzt auch gewählt, dass wir mittlerweile auch mit den Impulszentren direkt an Hochschulen gehen. Und wir haben vor wenigen Monaten das ZWD, das Zentrum für Wissens- und Technologietransfer in der Medizin, direkt am MedCampus etabliert, also direkt an der Medizinischen Universität. Und wir planen ein derartiges Impulszentrum auch direkt an der Karl-Franzens-Universität und werden hier im Herbst schon Näheres auch präsentieren können. Das wird das Zentrum für Wissens- und Innovationstransfer sein. So viel zum Positiven, das ich als bestätigt sehe, wo ich mich sehr freue, aber ich möchte natürlich auch auf die kritischeren Dinge eingehen, beziehungsweise auf jene Dinge eingehen, wo noch Nachholbedarf identifiziert wurde, wobei ich auch hier betonen möchte, wir vergleichen uns hier mit den absoluten Spitzenregionen in Europa. Das muss man schon immer wieder betonen, aber eines, was aufgezeigt wurde, ist, dass wir im Bereich wissenschaftlich-technische Berufe Nachwuchs hier noch ordentlich einen Zahn zulegen müssen. Ich denke, dass wir hier gute Initiativen bereits gestartet haben. Beispielsweise hat die SFG die Berufsorientierungsinitiative DECTEC, die schon heuer zum 9. Mal stattfindet, wo 80 steirische Unternehmen mitmachen, ihre Betriebe, ihre Türen öffnen, damit wir rund 2000 Schülerinnen und Schülern zeigen können, wie die Betriebe produzieren und dass hier einfach auch auf technische Berufe aufmerksam gemacht wird. Also dass wir auch die Jungen schon frühzeitig heranführen, sich für einen technischen Beruf zu begeistern. Und die Aktionstage werden heuer zwischen 13. und 24. November stattfinden. Wir unterstützen auch junge Wissenschaftler seitens des Wissenschaftsressorts, wo wir mit den sogenannten Matching Funds junge Wissenschaftler gemeinsam mit dem Bund unterstützen, wenn es darum geht, Forschung in diesem Bereich zu intensivieren und somit Forschungsprojekte möglich machen, die der Bund alleine nicht finanzieren konnte. Also das ist auch eine gute Kooperation zwischen Bund und Land Steiermark. Aber selbstverständlich werde ich auch weiterhin ein Augenmerk darauf legen, dass wir unsere jungen Menschen frühzeitig für den Bereich begeistern. Und wie ich auch schon eingangs erwähnt habe, wird es gerade im Bereich der Digitalisierung wichtig sein, dass wir unsere jungen Menschen für diese Berufsrichtungen auch begeistern und dass sie sich dort mehr engagieren. Da spielt auch der Bereich Breitband mit hinein. Das habe ich schon bei meiner Übernahme als Landesrätin gesagt, dass es mir ein Anliegen ist, dass wir dort noch viel mehr Kraft hineinstecken müssen. Ich bin hier mittlerweile in sehr guter Abstimmung mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, der hier auch unterstützen wird, weil wir als Österreich insgesamt hier Aufholbedarf haben und die Steiermark innerhalb von Österreich durch die topografische Lage natürlich eine besonders herausfordernde Situation hat. Wir haben den Zentralraum, der gut versorgt ist, aber wir haben natürlich auch ländliche Räume, wo wir noch ordentlich Kraft hineinstecken müssen. Und ich bin sehr froh, dass wir vor einigen Monaten einen Kooperationsvertrag mit der Energie Steiermark auch geschlossen haben, sodass wir innerhalb des Landes Steiermark schon einmal unsere Kräfte bündeln. Es wird aber auch darum gehen, dass wir die Abwicklung mit dem Bund verbessern. Und hier hören wir immer wieder, dass es auch bürokratische Hürden gibt. Wir haben diese auch mittlerweile dort rückgemeldet. Da gab es auch einen gemeinsamen Beschluss aller Wirtschaftsreferenten aller Bundesländer, wo wir den Bund aufgefordert haben, das einfacher zu machen und wo es auch darum geht, dass wir hier eine bessere Abstimmung zwischen Bund und Ländern haben, weil neben den Bundesförderungen wir auch Landesförderungen haben und das muss optimal ineinander gehen. Ich kann aber auch gleich ein wenig vorwegnehmen, über ungelegte Eier spricht man ja nicht, aber ich darf ankündigen, dass wir auch innerhalb des Landes uns hier besser aufstellen wollen und wir hier im Herbst eben gemeinsam mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer auch dann präsentieren werden können, wie wir in Zukunft den Breitbandausbau in der Steiermark durch bessere Organisation, durch effizientere Organisation eben verstärken können. So viel einmal aus meiner Sicht zu dem einen oder anderen, wo wir Nachbesserungsbedarf sehen, aber insgesamt bestätigt uns diese Studie als Forschungs- und Innovationsland Nummer 1 in Österreich und als eine der Top-Regionen innerhalb Europas.
Vielen herzlichen Dank. Ja, viele Punkte wurden schon angesprochen. Ich darf noch ergänzen, ich glaube ganz besonders ist auch, dass wir es geschafft haben, Klein- und Mittelunternehmen mit dem Thema Forschung so quasi zu befüllen. Wir haben ja immerhin auch einige in diesen Segmenten, die ja mittlerweile auch Weltmarktführer sind. Ich glaube, das macht ja auch den Mix aus, dass wir große Unternehmungen haben, aber auch viele kleine, viele, viele Initiativen. ScienceFit wurde schon angesprochen, ist auch so eine Initiative, wo ganz besonders Klein- und Mittelunternehmen gefördert werden. Für mich ein Punkt, ich habe es bei meinem Eingangsstatement auch schon erwähnt, der sogenannten wissenschaftlich-technische Berufstätigkeit. Das ist für mich zu wissenschaftlich, für mich sind das die Fachkräfte, die qualifizierten Fachkräfte. Da haben wir Aufholbedarf. Mit einem Grund, dass wir auch vor einem Jahr das Talent Center gebaut und so quasi gestartet haben, mittlerweile 6.000 junge Steirerinnen und Steirern getestet nach Begabungen und Talenten. Ich glaube, ein wichtiger Faktor und das Thema spezialisierte Fachkräfte ist so quasi das überhaupt einer der wesentlichsten Punkte. Ich darf es noch einmal anbringen. Euroskills 2020 soll mit dieser Initiative natürlich auch der Steiermark nochmals hier so quasi eine Trägerrakete darstellen, um das Thema gut voranzubringen. Ein Punkt, wo wir europaweit weit vorne sind, ist das sogenannte Lifelong Learning, also das lebenslange Lernen. Da liegen wir sehr gut. Darf ich auch stolz vermerken, dass das Wirtschaftsförderungsinstitut mit vielen weiteren Initiativen hier auch einen wesentlichen Faktor in der Steiermark spielt. Wir sind im Gesamten für 60.000 Bildungskunden verantwortlich, haben aber den Anspruch und auch die Initiative schon gestartet, dass wir so quasi uns auch weiterentwickeln und hier auch investieren werden. Das Schlagwort ist Kompetenz Center of Excellence. Wir wissen, wir sind gut dabei, wir wollen aber uns hier auch weiterentwickeln und auch noch dementsprechend stärker werden. Ja, das wären die wichtigsten Punkte. Überhaupt keine Frage, Infrastrukturthemen wurden ja schon angesprochen, sind wesentlich. Ich glaube, mit vielen, vielen Initiativen, was fällt mir noch ein? Ja, wir vergeben auch Stipendien, Forschungsstipendien für wissenschaftliche Arbeit in wirtschaftsnahen Bereichen, ein Punkt. Und wir haben auch das erste österreichweite Unternehmergründerzentrum an einer Universität gegründet. Die Karl-Franzens-Universität hat am Institut für Entrepreneurship ein Unternehmergründerzentrum. Und ich glaube einfach, die Vielzahl der unterschiedlichsten Initiativen zusammen geben so quasi diesen Innovationscocktail, den wir auch gut weiterentwickeln. Danke. Vielen herzlichen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, erlauben Sie mir auch noch drei kurze Anmerkungen zu diesen 7 Themenfeldern zu geben. Zum einen zur angesprochenen F&E-Quote aus seitens der Unternehmens, von seitens des Unternehmenssektors. Die F&E-Ausgaben von seitens des Unternehmens steigen von Jahr zu Jahr. Ich habe vorhin eingangs erwähnt, wir reichen nun bald die Marke von 2 Milliarden Euro jährlich. Davon kommen rund 3/4 aus den Unternehmen steiermarkweit. Damit brauchen wir uns international nicht verstecken, das dürfen wir mit stolzer Brust nach außen tragen. Diesen Vergleich brauchen wir nicht zu scheuen. Ganz wesentlich, um auch weiterhin hier so stark zu investieren in Forschung und Entwicklung, ist Planungssicherheit. Das ist eines der zentralen Forderungen, die wir brauchen, auch in Richtung Politik, vor allem in Richtung Bundespolitik. Ein ganz wichtiges Signal hat hier die Bundespolitik kürzlich gegeben, indem sie die Forschungsprämie auf 14% erhöht hat. Das ist wesentlich für den Forschungsstandort Österreich und das bringt auch viel zusätzliche Forschung in unser Bundesland und ins Land. Frau Landesrätin hat es vorhin angesprochen, ich glaube, ein Schlüssel des Erfolges in unserem Bundesland ist die Kooperation zwischen Universitäten, zwischen Politik, gemeinsam mit der Wirtschaft. InnoRegio Styria gibt es ja bereits seit langem, das ist ein Unikum, das gibt es in anderen Bundesländern nicht und das zeichnet also auch diese intensive Zusammenarbeit zwischen den genannten Partnern aus. Zweitens zu diesem angesprochenen Punkt, dass es zu wenig wissenschaftlich-technische qualifizierte Fachkräfte in unseren Unternehmen gibt, haben wir sicherlich ein Mismatch. Zum einen durch diesen ausgezeichneten Bildungsangebot, was wir in der Steiermark vorfinden, und zum anderen, was wir sozusagen hier nachher an Arbeitsplätzen zur Verfügung stellen. Hier gibt es sicherlich als Ziel eine bessere Harmonisierung zwischen Angebot und Nachfrage, also einerseits mit den Ausbildungsangeboten auch zu schauen, wie können wir diese in regionale Beschäftigung übersetzen. Es gibt natürlich den
Zugang hier auch verstärkt der Berufsorientierung, wo ja gerade die Wirtschaftskammer sehr, sehr viel in diesem Bereich gemacht hat. Da geht es jetzt nicht nur, dass wir Mädchen oder verstärkt Frauen auch in technische Berufe bringen. Es geht generell, wie können wir mit diese Mathematik, Informatik, naturwissenschaftlichen Fächer breiter an unsere Jugendlichen hier kommunizieren, damit wir mehr Personen in technische Berufe bekommen. Und natürlich, es ist auch ein Auftrag an uns, dass wir als Arbeitgeber noch interessanter, attraktiver werden, um genau diese hochqualifizierten Personen auch im Bundesland zu halten. Das nehmen wir ernst und das werden wir auch dafür Sorge tragen, dass wir hier genau dieses Defizit, und ich hoffe, es wird in ein paar Jahren nochmal ein Review geben zu dieser Studie, dass wir da natürlich schon deutlich aufschließen zu den Besten in Europa. Abschließend noch von meiner Seite, das Thema Breitbandzugang wurde ausführlich bereits hier angesprochen. Es passt zeitlich perfekt, denn gestern hat die OECD in ihrem Länderbericht, und das wurde da jetzt auch ausführlich heute in der Tageszeitung berichtet, wir sind hier österreichweit ein Nachzügler. Und das deckt sich auch genau mit unseren Auswertungen, dass wir im Thema Breitband noch hinten nachhinken. Und umso wichtiger ist es, dass es auf Bundesebene hier massive Initiativen gibt. Minister Leichtfried hatte diese Breitband-Milliarde. Hier gilt es nun auch, diese Milliarde endlich zu investieren. Wir sind erst bei der ersten Tranche von 300 Millionen. Hier müsste noch schneller aufs Tempo gedrückt werden, um dieses Geld auch wirklich in die Infrastruktur zu bringen. Ich sage immer, eine Leerverrohrung ist kein Breitband. Aber wir brauchen schlussendlich Glasfaser in jedem Haus. Das ist die Zielsetzung, um auf diese mindestens 100 Megabit zu kommen. Und ich begrüße natürlich auch sehr die Initiative, die vom Land Steiermark ausgeht. Und ich weiß, dass Landeshauptmann Schützenhöfer hier auch mit dir sehr intensiv an diesem Thema arbeitet, weil sie genau erkannt haben, das ist eine zentrale Infrastrukturmaßnahme. Und bin dankbar, dass wir das jetzt sehr intensiv angehen. So viel von unserer Seite als Input. Eine kurze Zusammenfassung, wobei es ist eine Wiederholung. Aber erlauben Sie mir, dass ich Ihnen noch zusammenfassend sagen kann, dass jeder Euro, der in der Steiermark investiert wird in Forschung und Entwicklung, mit Abstand der bestinvestierte ist. Die Steiermark ist Vorreiter, ist das effizienteste Bundesland, wenn es um Forschung und Entwicklung geht. Wir brauchen uns im Europa-Benchmark überhaupt nicht schämen. Wir sind vorne mit dabei. Wir haben ein paar Handlungsfehler, die es gilt noch aufzuholen. Auch da sind Maßnahmen gesetzt. Wir haben die Kraft, wir haben das Wissen und das Potenzial, hier das auch noch schnell und rasch aufzuholen, um langfristig, nachhaltig die führende Innovationsregion Europas zu sein, zu bleiben und zu sein. Das ist unser Anspruch, den wir hier heute auch gemeinsam klar zum Ausdruck bringen. Wir sind die Technologie- und Innovationsschmiede Nummer 1 und wir werden es auch bleiben. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und wir stehen natürlich jetzt gerne für Fragen zur Verfügung. Da gibt es rund um das Breitband an Zeitplan. Es hat ja früher vielfach Zeitpläne und Roadmaps und sonstiges gegeben. Sie haben es angesprochen, dass die Bürokratie und andere Faktoren das verzögern, aber gibt es für Sie einen Zeitplan, wo Sie sagen, bis dahin muss eine akzeptable Verbreitung jetzt erreicht werden in der Steiermark? Ja, also wir haben ja eine beschlossene Breitbandstrategie Highway 2020, die ja so auf Schiene ist, die auch beschlossen ist im Landtag, die wir weiterverfolgen, die eben sich ein Ziel bis 2020 gesetzt hat, wobei ich mir den Anspruch gestellt habe, diese Strategie zu überarbeiten und eben noch mehr Gas zu geben, als wir uns vorgenommen haben. Und ich sehe hier etliche Stellschrauben, an denen wir drehen können, wo es beispielsweise darum geht, dass wir innerhalb des Landes bessere Zusammenarbeit finden, weil es sind hier mehrere Beteiligte. Es gibt den Breitbandkoordinator in der Wirtschaftsabteilung. Es ist der ländliche Wegebau mittlerweile sehr stark involviert, weil wenn es darum geht, Leerverrohrung zu machen, dann macht es ja Sinn, wenn man im ländlichen Wegebau weiß, es wird hier gerade eine Straße aufgegraben, dass man dann gleich auch die Leerverrohrung mitmacht. Nicht nur auch gleich einen Kabel mitgeben. Das ist das Optimale, aber jedenfalls, dass wir hier eine Abstimmung haben. Es geht darum, dass man mit der Energie Steiermark hier gut zusammenarbeitet, die hier ebenfalls ein Player ist. Und wir werden im Herbst eben präsentieren können, wie wir das noch besser schaffen werden, diese Kooperation, dass das alles besser zusammenspielt. Und ich sage auch dazu, dass es bisher sehr stark auch einzelnen Gemeinden überlassen war,
wann sie wo um Förderung ansuchen und wie stark sie ausbauen. Und ich möchte auch auf regionaler Ebene hier eine stärkere Vernetzung schaffen zwischen den Gemeinden, wo wir auch derzeit schon einige Regionen haben, die Masterpläne für eine ganze Region erstellt haben. Und ich denke mir, diese Masterpläne und diese überörtliche Kooperation sollten wir weiter ausbauen. Ich habe eine kurze Frage dazu bezüglich Ausbau von Breitband. Gibt es dazu auch Ideen, dass man zum Beispiel Alternativen zu Glasfaser, wie zum Beispiel LTE-Ausbau oder 5G, anspricht? Und wie geht man zum Beispiel mit Gemeinden um, die vor 20 Jahren entschlossen haben, okay, gut, Glasfaser für den Gewerbepark, aber für die Siedlung daneben, wo sehr viele bewusst zum Beispiel sind, gibt es das nicht? Erlauben Sie mir, dass ich antworte, weil ich vom Berufswegen hier mit Glasfasertechnologie sehr viel am Hut habe, weil wir sind weltweit Ausstatter von Maschinen für die Glasfaserindustrie. Es führt momentan kein anderes alternatives Medium außer der Glasfaser an dieser Breitbandtechnologie vorbei. Glasfaser ist das Maß der Dinge, und wenn Sie sprechen 5G, dann ist das nur eine exponentielle Weiterentwicklung des 4G-Netzwerkes, was wir jetzt sprechen, was vor allem im Rahmen von autonomen Fahren und vielen anderen neuen Technologien notwendig sein wird. Wir sind noch weit weg von 5G, das wird im Prototyp-Testbetrieb weltweit erst erkundet, aber die Basistechnologie dahinter ist immer Glasfaser. Das ist das Medium, dafür kann so viel Datenvolumen drüber fließen, aber die Technologie ist Glasfaser. 5G bedeutet ja nachher nur, dass man statt von Antennen, die alle 2 Kilometer stehen, alle 200 Meter eine Antenne benötigt oder in Räumen 2 Antennen hier in diesem Raum benötigt, damit wir alle in dieser 5G-Dimension kommunizieren können. Aber das Datenvolumen ist ein viel, vielfaches von den heutig bekannten LTE, wie es bei uns heißt, oder 4G internationalen Standard. 5G ist Zukunftsmusik. Machen wir zuerst 4G und dann können wir 5G diskutieren. Ich glaube, das ist die Basisinfrastruktur, die wir jetzt benötigen. Herr Kirschner, Sie haben vorhin gesagt, ein Anko-Bereich ist die mangelnde Ausstattung mit wissenschaftlichen Mitarbeitern. Stehen die Mitarbeiter nicht zur Verfügung oder werden die zur Verfügung stehen nicht angestellt von den Unternehmen? Wir haben da zwei Anknüpfungspunkte, die wir haben. Zum einen ist es immer noch die klassische Berufswahl von Frauen. Also gerade der Anteil weiblicher Personen in technisch-ingenieurischen wissenschaftlichen Berufen ist verhältnismäßig gering oder klein, wenn man das international vergleicht. Dann ist es auch noch so, dass wir, das ist aber österreichweit das Problem, schon ein Problem mit der Durchlässigkeit des Bildungssystems haben. Ein Großteil oder ein überdurchschnittlich hoher Anteil von jungen Menschen mit Migrationshintergrund bricht die Schule nach der Sekundarstufe 1 ab und geht eben nicht in eine Lehre. Da werden wirklich Potenziale verschenkt. Und das andere ist, was man auch ganz ehrlich sagen muss, die Steiermark verliert auch qualifizierte, hochqualifizierte Personen an andere Bundesländer, insbesondere in Wien. Also wir haben da auch einen gewissen Brain Drain, der teilweise ausgeglichen wird durch Zuwanderung aus Kärnten oder Tirol teilweise, aber es ist trotzdem ein Problem. Betrifft das alle Regionen oder ist das unterschiedlich? Das betrifft die ganze Steiermark. Der Hintergrund meiner Frage ist nämlich diese extreme Top-Aufbote, die wir haben, zum Beispiel in der Informatik, wir haben 50% Studienabbrecher im ersten Jahr, und eine hohe Top-Aufbote ist immer ein Indikator für eine extrem schleißige Hochschule. Und in Amerika hat man 10% Top-Aufbote. Und entsprechend gut sind auch die Einspruch. Warum soll jemand bei uns Informatik studieren und wenn was anderes, wenn er weiß, er wird dort auf der Uni entsprechend behandelt, dass er das Studium so nicht schafft. Man muss dazu sagen, dass gerade bei diesen Studien oft nicht Jobs out sind, sondern Job outs. Dass die Studierenden während des Studiums beginnen zu arbeiten und dann das Studium nicht mehr abschließen. Das hat mir erst kürzlich Rektor Kainz bestätigt. Es gibt jetzt aber in diese Richtung auch Überlegungen, wie man das gestalten kann. Und es gibt Überlegungen in Richtung duale Studiengänge, so wie es ja auch eine duale Ausbildung im Lehrbereich gibt, das auch im Studienbereich zu machen. Sprich, dass Studierende an der Hochschule ausgebildet werden, aber parallel im Unternehmen arbeiten können. Hier werden jetzt Projekte initiiert werden, die wir dann auch vorstellen können. Das ist die konkrete Unterschied von FH. Es wird auch von FH und Campus 02 dieser Studienlehrgang jetzt angeboten. Es ist genau in Vorbereitung. In Vorbereitung, glaube ich, Herbst 18, glaube ich, soll das als starten. Aber es ist genau um diese Themen, die auf der Technik in der TU oder IT-Studierenden
die vielfach an Mathematik oder sonstigen Fächern scheitern und Anführungszeichen eine Möglichkeit haben, hier auf diesen Anwendungen. Ich glaube nicht, dass unsere Maturanten blöder sein als eine amerikanische Highschool absolvent. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, aber sonst auch, wenn man sich die Zahlen anschaut. Na, ja. Das ist sicherlich das große Ding. Wenn die Hochschullehrer nicht können, dann sollen sie vor der Hochschule fahren. Aber so wird da hochqualitatives Menschenmaterial in Anführungszeichen vergeudet. Die Frage ist, ob sowas abgefragt wird von euch zum Beispiel. Das Problem ist, also da müsste man, um solche Fragen zu beantworten, müsste man wirklich die Hochschulen evaluieren. Ja. Da können Sie sagen, das amerikanische Hochschulsystem, also ich möchte das österreichische nicht mit dem amerikanischen tauschen. Sie haben einige wenige Spitzenuniversitäten in den Vereinigten Staaten, wo Sie Top-Ausbildungen haben und der Rest der College kann wahrscheinlich nicht mit der TU mithalten. Und wenn Sie bei Dropout-Quoten können Sie zwei Sachen machen. Entweder Sie bilden die Leute besser aus, bevor sie an die Hochschule gehen, oder Sie senken das Niveau an der Hochschule. Und meines Erachtens ist das Niveau an der Hochschule senken, damit die Leute kein Dropout haben, so ist der falsche Weg, sondern wenn, müssen es vorgeschalten MINT generell stärken und das gesagt haben, im ganzen Schulweg MINT schon stärken und die Leute besser hinführen. Amerikaner sprechen von Studieneingangsphasen, die entsprechend auf die wir hoffen in ein paar Jahren, dass unser Talent Center auch Früchte trägt, dass dann diejenigen, die das Talent haben, dazu auch die Berufs- oder die Studienwahl treffen, die auch ihrer Kompetenz entspricht. Ich glaube, das sind sicher mehrere Punkte, die bei uns da irgendwo zusammenspielen und vielleicht nach außen hin sein Bild abgeben. Ich hätte auch noch eine Frage, nachdem ich ja selbst auch aus dem Forschungsbereich komme, warum man eigentlich nicht sagt, dass Forschung bedeutet ergebnisoffene Entwicklung, das ist der Unterschied. Das heißt, dass man in der Steiermark gewählt ist, bis zu 2 Milliarden Euro im Jahr auszugeben auf Wagnis, in der Hoffnung, dass man einen Sprung macht. Aber es kann nicht immer, es wird sich auch nicht immer bewähren. Nicht? Das heißt, dass eigentlich Steiermark eine mutige Region ist. Das, was mir allerdings in der Studie abgeht, ist, wie skaliert eigentlich das Ergebnis, das volkswirtschaftliche Ergebnis eigentlich mit der Kapitalausstattung, insbesondere mit dem Wagniskapital. Und wenn ich mir das anschaue, wie viele heimische High Potential eigentlich Projekte ins Ausland gehen, ein Teil bitte wird mit Hilfe von Bundes- und EU-Mitteln nach Wien abgezogen oder abgesogen, sozusagen abgesogen, und ein Teil geht überhaupt nach Österreich weg. Und das vermisse ich eigentlich, weil, wie gesagt, wir brauchen hier meines Erachtens einen völlig noch unterdierten Wagniskapitalmarkt. Ich habe jetzt vor kurzem mit dem Herrn Schaller gesprochen, habe gesagt, warum gibt es keinen Markt für 15% beispielsweise, wo das Wagnis eingepreist ist? Da kam mir das Antwort, naja, das erscheint mir ja unmoralisch. Nein, wenn das Wagnis drinnen ist, ist das etwas, was Sie in Berlin, in London, in Irland, in San Francisco als völlig normal sehen. Und das fehlt mit der Studie. Wir haben Projekte mit der AFCO gemacht. Das Problem ist, das ist Venture Capital, Risiko- und Venture Capital Gesellschaft. Das Problem dabei ist, dass dieser Venture-Bereich, es gibt diese Unterausstattung, da gebe ich Ihnen völlig recht, aber dieser ganze Venture-Kapital-Bereich ist in der Krise 2008 mehr oder weniger zusammenbrochen in Österreich, weil sie vor allem die Banken, die davor einiges in dem Bereich tätig waren, zurückgezogen haben. Und dieser Bereich ist extrem urban. Und wenn Sie diese großen Fondsgesellschaften anschauen, die da investieren, für die ist nicht einmal Österreich eine Region, sondern die Region ist dann der gesamte deutschsprachige Bereich. Und da geht es um sehr, sehr hohe Summen. Und inwieweit Österreich sie da überhaupt positionieren kann, beziehungsweise die Steiermark als Bundesland positionieren kann, ist fraglich. Aber ein Versuch wäre es wert. Es kann ein Versuch wert sein, es kann eine Stoßrichtung sein, es gibt diese Unterausstattung, aber diese Ausstattung von Risikokapital auf regionaler Ebene ist eben nicht möglich, weil diese Gesellschaften, die das Risikokapital managen und da aktiv sind, global tätig sind. Und die Unternehmen werden auch aus Wien, wenn sie in Wien sind, Sie haben recht, sie werden abkauft in Steiermark Richtung Wien, aber sie werden genauso von Wien abkauft und sind Richtung Berlin und London, da wo die Unternehmen den Hauptsitz haben. Also das ist ein Problem auf nationaler Ebene. Vielleicht, weil die Frage, glaube ich, noch offen geblieben ist, was wäre der Unterschied zu einem normalen FH-Studium, wie wir es derzeit haben? Der Unterschied wäre, dass man im ersten Jahr ausschließlich an der Fachhochschule oder an der Universität unterrichtet wird.
dort aber schon weiß, welches Unternehmen, weil es gibt hier Kooperationen dann mit Unternehmen, die das im Vorfeld schon bekannt geben, in welchem Unternehmen dann man arbeiten kann. Und das zweite Jahr und das dritte Jahr wird eher primär im Unternehmen sein, ergänzt durch Hochschulvorlesungen bzw. Kurse und Seminare. Ich habe jetzt selber mal studiert auf der TU. Ich kenne das System ja. Bei uns war noch die Praxis 10 Wochen, dass man während des Studiums 10 Wochen Praxis in der Sommerferien machen muss, wo aufgeteilt auf dem zweiten Abschnitt. Und die zweite Geschichte ist zum Beispiel, der Kollege, ein guter Studiengang von mir, studiert oben in Leoben, die haben 6 Monate. Also diese Unterschiede sind ja schon extrem schon einmal. Und wenn ich die FH jetzt vergleiche, die haben ja bis zu 1,5 Jahre oder teilweise sogar 2 Jahre Gesamtpraxis. Wie will man das dann gesamt integrieren? Da muss man ja auch auf einen Nenner kommen oder möchte man da die Unterschiede mehr ausarbeiten? Es wird eben ein erster Studiengang sein, der in diese Richtung aufgesetzt wird. Wir hoffen uns sehr viel davon, eben vor allem, dass diese Jobouts nicht stattfinden, weil sie geplante Jobouts sind, wenn man das so formulieren kann, weil wir jetzt im Vorhinein schon, ich glaube momentan sind schon 20 bis 30 Firmen, die sich hier committed haben, dass sie in diesem Programm dabei sind, und das wird dann wirklich parallel laufen und nicht so wie bisher, dass ich primär im Studium bin und dann ein paar Wochen Praktikum mache oder dass ich, wenn ich es berufsbegleitend studiere, dass ich Teil- oder Vollzeit arbeite und davon losgekoppelt dann meine Einheiten auf der Universität habe, sondern dass das ineinander geht, von Anfang an geplant, dass der Studierende weiß, was ihn in den nächsten Jahren erwartet oder sie, und dass auch die Unternehmen das wissen, dass diese Planbarkeit besteht. Gibt es noch Fragen? Bitte. Ist er eben eher Ausgaben von den Unternehmen? Das war von den Unternehmen. Ja, ob Sie wissen, okay, welches Unternehmen hat am meisten Ausgaben? Die Unternehmen auf Unternehmensebene wird es nicht ausgewiesen. Nein. Das ist, also in der Statistik ist, das wird das aggregiert und unterliegt natürlich der Geheimhaltung. Gibt aber, es noch? Ja. Aber Branchen. Von den Branchen her, ja, von den Branchen war es klar. Das ist ein Spiegelbild auch der Stärkefelder in der Steiermark. Sie können raten und Sie dürfen wahrscheinlich recht haben mit den Unternehmen, die Sie schätzen, Sie sind. Gut, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke im Namen daher meiner Kolleginnen und Kollegen vom Podium. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen, danke für Ihr Interesse. Ich wünsche noch einen wunderschönen Dienstag, Vormittag, Mittag. Danke für fürs Kommen. Vielen Dank. If you like this video, please comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.